Gott, was ist draußen los, ey? Aber jetzt erstmal das Intro. Weil du high mit uns bist, zwischen Wolkenkratzer durchs Nightlife, Bang spiegeln die Skyline, Rollen 6-6, ohne Verdeck, erzähl uns nichts über Lifestyle. Irgendwas von Dr. Pepper. Das fand ich halt lustig, weil das halt so fruchtgummimäßig ist. Und das kannte ich nicht. Ich kenne halt Dr. Pepper nur als Getränk so. Wie, glaube ich, fast jeder. Und ich bin halt echt gespannt, wie das jetzt schmeckt. Ich reiß das von unten auf, weil oben ist so blöd. Eine Ewigkeit später. Ich fress halt nicht, wenn das scheiße riecht, Alter. Lass mich riechen. Zeig. Nimm. Nein, nimm. Du musst probieren. Du musst. So. Das riecht wie Knete, Alter. Das riecht voll nach Dr. Pepper halt, ey. Jo. Boah, hier ist richtig klebrig. Ja. Richtig ölig irgendwie, ne? Ja, ich mach das jetzt auch so, Alter. Ich fress das eh nicht. Ich hasse Dr. Pepper, Alter. Das schmeckt. Ich finde, es geht. Man kann es mal trinken. Man kann es aber nicht so. Boah. Bereit? Bald mal richtig rein. Boah! Ja. Nee. Das ist für mich noch schlechter als diese Twizzler-Scheiße. Die war schon kacke. Also dafür gebe ich garantiert so einen Punkt. Ich hasse Dr. Pepper, Alter. Ja, das ist für mich auch einfach nur ein Punkt. Man kann es essen, um nicht zu verhungern, aber das wird trotzdem nicht schmecken. Nee. Das schmeckt halt so. Nee, also totaler Reinfall. Und zwar sind das die Wildabout Nerds, So Very Cherry und Watermelon. Ja, also. Ich hab den Grün jetzt mal hier zur Seite gelegt, ne? Ne? Die sind halt. Die sind halt auch für die Eier von Nemo. Jetzt haben wir eine Trauma. Okay, komm. Schmecken jetzt nicht besonders, aber. Nee. Also, sieht geil aus. Dreh, to, wann. Die schmecken irgendwie. Nichts? Schmecken da gar nichts. So, also wir haben jetzt hier ein bisschen gemixt. Grün und Rot und... Fand die geil, ja. Ja. Dann ist das jetzt für mich so eine 7 bis 8. Ja, bei mir sind eine 7. Ich fand die anderen viel, viel geiler. Ja, die anderen waren echt geiler. Ja. Das ist einfach Kaugummi. Watermelon. Wassermelone. Gibt's ja hier in Deutschland auch diese, kennst du diese komischen Wassermelonen, diese Teile. Ich hoffe, dass die so ähnlich schmecken. Wäre schon geil. Ja, knall die. Oh nein! Die sehen halt mega künstlich aus. Verpackung bleibt auch original so daran kleben. Ja. Ja, seht ihr. Du frisst automatisch Papier, wenn du willst oder nicht. Ja. Ja. So sehen die aus. Die sind aber relativ hart, obwohl es Hubba-Bubba auf. Oh, riecht aber geil. Boah, riecht richtig. Aber die Hälfte abbeißen wir komplett. Weil das Zettel ist schon widerlich, ne? Ich brauch das ganz. Ne. War der nachgestopft? Oh! Alter, wirklich, Alter. Das war. Habe ich mir auch eigentlich sehr. Da bin ich wirklich. Ich habe mir das so richtig geil vorgestellt. Ich würde den Kaugummi so eine 4. Ich bin bei 6. Was ist draußen los, ey? Boah, jetzt, Leute.
extra nochmal für euch. Also, grün wie ein Popel. Drei. Komm, nicht lang schnappen. Angst, rein. Angst, im der ist noch schlimmer. Komm. Ich muss ja weiter essen, Alter. Tortilla! Du darfst zwischendurch nicht kriegen, ist noch schlimmer. Der Speichelfluss läuft, Leute. Die waren heftiger. Alter, waren die krass. Ich muss sagen, vom Geschmack her, war die Sherry geiler. Ja. Aber ich für mich trotzdem noch eine 9. Ist es auch. Auch wenn der Geschmack nicht so geil ist. Auf jeden Fall eine 9. Schmecken mega geil alle. Also, die kann man auf jeden Fall essen. Die ist jetzt nicht so widerlich. Mega. Halt künstlich, aber Sherry war mega geil. Da würde ich sagen, was soll mit dieser Challenge, falls ihr nochmal Vorschläge habt, was wir noch aus Amerika bestellen können, was wir aus China bestellen können, was wir, was weiß ich, woher bestellen können, dann schreibt uns eine Privatnachricht oder haut es in die Kommentare. Wir würden uns sehr darüber freuen. Dieses Video soll bei euch schön gut ankommen. Also, Däumchen nach oben würde uns freuen. Ein Abonnent würde uns auch freuen. Und das ist natürlich auch, das ist der Kaiser, über das würde alle freuen. Ich sag dir mal, bis später und bleibt schön geschmeidig und tschüss. Weil du high mit uns bist, zwischen Wolkenkratzer durchs Nightlife, Bank spiegeln die Skyline, Rollen 6-6, ohne Verdeck, erzähl uns nichts über Lifestyle.